Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Hörkanals. Ein neuer Monat bedeutet ein neues Thema. Es geht im August um Sagen und Legenden. Und ich möchte gleich mit einer ganz berühmten beginnen, nämlich mit Heinrich Heines Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließet der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei, das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh, er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Wisst ihr auch, was ganz interessant ist? Dass auch Clemens Brentano sich mit der Lorelei beschäftigt hat. Das hört ihr dann beim nächsten Mal. Danke herzlich fürs Lauschen und bis bald, eure Eva.